Hallihallo Leute, willkommen zurück zur mittlerweile schon 83. Folge hier im Redstone World Freizeitpark zusammen mit Josef. In der letzten Folge haben wir die letzten Kleinigkeiten hier an unserem Snowfield-Game beendet. Da war aber auch nicht mehr wirklich viel Neues dabei. Jetzt soll es endlich mit der Mechanik für unser Kinderparadies, erstes Fahrgeschäft in Anführungszeichen, losgehen. Und wir müssen uns jetzt erstmal einen technischen Namen überlegen, Josef, ne? Ja. Nenn es einfach mal Pony. Also Pony Riding. Ich nenne es nur Pony. Pony Riding. Pony. Ihr merkt es noch, wir brauchen noch einen richtigen Namen und da brauchen wir natürlich eure Hilfe. Schreibt uns mal rein, wie dieses Fahrgeschäft hier heißen soll. Wir hatten es in den letzten beiden Folgen schon gesagt. Die Idee ist, dass man hier auf dem Pferd sitzt, hier rumfährt, die Strecke entlang fährt und das war's. Also eins der typischen Kinderkarussells, wie man das auch vielleicht von der Kirmes kennt. Und hier hatte ich jetzt schon ein wenig weitergemacht in der letzten Folge und den Stall von der Optik vollendet. Ihr seht, es ist hier ein ganz, ganz schlichtes Design. Wir haben so ein bisschen die Heuelemente noch mit aufgenommen, die man normalerweise bei so Stellen auch sieht. Dann ist das alles Ganze offen und zügig. Wir haben hier so diese Boxen angedeutet, in denen die Pferde sind. Die gibt es bei uns natürlich nicht direkt so, weil einfach hier mittendurch der Track mit den Pferden geht und hier vorne soll der Eingang hinkommen. Ziel für heute ist es, einmal die Technik aufzusetzen. Josef meinte, das Ganze soll recht einfach sein und dann wollen wir auch mal gucken, ob wir heute schon alles zum Laufen bekommen. Während Josef jetzt an der Technik anfängt, uns das aber auch hoffentlich gleich einmal erklärt, weil das eins der einfacheren Techniksachen ist. Ich habe jetzt gerade, während du geredet hast, eben den Command-Block erstellt. Okay, dann erklär mal. Also, wir können mal ganz kurz reingucken. Achtung, wupp, der ist jetzt fertig. Wenn ich jetzt den aktiviere, entsteht hier einmal eine Pony-Einheit. Zck. So, müsst ihr euch das vorstellen. Das sind ganz, ganz viele unsichtbare Armor-Stands, ne? Zwei. Aber ich glaube, das reicht nicht aus, weil wir ja hier ein paar rauf und runter fahren. Aber das Schöne ist, wir können verschiedene Arten festlegen, wie das Pferd auftreten soll. Okay, was meinst du damit? Also quasi, wir können jedes Pferd festlegen, was du haben möchtest. Und ich würde sagen, der Variante halber... Du Monster! Ja. Ja. So, ich habe mal die Armor-Stands ein bisschen tiefer gesetzt, dass wir ein Null. Wenig mehr Horse haben. Ja. Look at my horse. My horse is amazing. Okay. Give it a lick. So. F für Pony. Gut. Jetzt müssen wir ganz kurz das Renderverhältnis klarstellen. Renderverhältnis? Ja, da kommt immer mit ganz komischen Begriffen an. Das hat was damit zu tun, wo Minecraft die Pferde rendert, wenn sie hier raus sind. Es gibt ein großes Problem und zwar, guck mal, ja, siehst du, dass das Pferd definitiv jetzt höher ist? Als der Block, ne? Ja, warte mal kurz. Jetzt warte mal. Das Pferd ist gerade, mach nochmal, Mike. Das Pferd befindet sich quasi auf der Höhe, siehst du das? Ja. Also quasi in der Mitte des Eisenblocks, okay? Ja. Gut, komm mal mit. Wo bist denn du? Ja. Okay, sieht noch gut aus, sieht noch okay aus. Komm hier zum Eingang. Ja. Ich will dir was zeigen. Dann zeigen sie mal her, Herr Josef. Ihr siehst mich noch? Ja. So. Ich bin gespannt. Was soll das jetzt werden? April. Oh, Josef, du bist so lustig. Die Leute wundern sich, was jetzt einfach schon jetzt, bitte... Jetzt kommt der beste Gag. Der beste Gag kommt. Es hat tatsächlich einen Grund, warum ich dich zum Eingebracht habe. Und zwar hat jetzt guckt mal an, was mit dem Pferd passiert ist. Ah, es ist auf die richtige Höhe gerutscht. Richtig, es ist plötzlich, genau. Das ist nämlich der Gag. Wenn man weiter weggeht, dann passiert genau das. Und zwar, dass die Entity verbindet sich nun richtig mit dem Stack. Und jetzt ist es auch auf dieser Höhe. Und auf der Höhe bleibt das Minecart. Das heißt, wir können jetzt hier unten das Minecart bewegen. Und damit können wir das Pferd herumfahren lassen. Schieb's mal an. Genau, das sieht doch fancy aus, würde ich sagen. Genau. Nur jetzt natürlich noch zu beachten wäre, dass wir nicht nur das so haben, sondern dass wir gesagt haben, dass wir eine Schiene haben. Genau, die würdest du jetzt ja genauso wie es hier ist hoch und runter führen. Ja, und jetzt müssen wir ganz kurz gucken, wie das passt. Also was passiert, wenn man runter geht. Ich würde es so machen. Okay, jetzt haben wir unsere Schiene hier. Ja. Muss natürlich improvisieren. Mit allen Wassern sind wir gewaschen. Mach den Kolben mal bitte an. Das erinnert mich so ein bisschen an die erste Redstone-Freizeitpark. An den ersten Redstone-Freizeitpark. Erst den einen, danach den anderen. Warte eben kurz. Warte!
Erst die auf der Seite und danach die anderen. Perfekt, danke. So. Und jetzt beobachten wir das Pferd mal, wie es fährt. Gut. Kann man auch draufsitzen, ohne dass man stirbt? Ja, kann man. Ne? Warte mal, bleib mal drin. Die Frage ist, wollen wir die Schiene wirklich machen? Nein, was die Schiene machen wir weg. Ich finde die nicht schlecht. Ich weiß nicht, ob du schon mal im Kettlerhof warst. Ja, ich kenne es da. Da gibt es ja diese Pferdebahn, die fährt genau auf so einer Schiene. Ja, ich überlege aber gerade, ob man die Schiene nicht irgendwie anders macht. Wir können das mit dem Pferderennen ohne Schiene, Josef, besser nochmal wann anders machen. Ja, Janus, aber auch eine Überlegung, wie du die Schiene machen könntest, zeige ich dir mal eben. Wäre, dass du hier im Boden das hier machst. Warte. Nee, das finde ich nicht so schön. Warte! Nee, das geht auch nicht überall mit den Kanten und so. Gut, dann lassen wir es so. Also, wir lassen das mal so, wie es ist. Gut, jetzt, welche Pferde möchtest du haben? Wir sollten verschiedenfarbige Pferde nehmen. Da gibt es ja sehr, sehr viele wahrscheinlich von. Mhm. Sollen wir die permanent fahren lassen oder einmalig? Nein, lassen wir einmalig fahren. Also Josef, was glaube ich für uns am schnellsten wäre, ist einfach, wenn du hier den ganzen Bereich einmal klonst. Ach nein, bitte nicht. Was? Hast du jetzt hier alles gelöscht? Ja, die kann man ja gleich nachtragen, oder? Ich hatte hier alles gebaut. Alter. Dort ist die Boden, das war ein bisschen Boden. Ah, und ja, die ganze Stallung, dankeschön. Ja, jetzt stell dich mal bitte nicht so an. Es wäre doch einfacher gewesen, wenn du dir einfach die ganze Strecke hier oben, die ganze Map einmal kopiert hättest und unterirdisch gesetzt hättest. What? Nein. Hier müssen wir, der Start ist das Aufwendige. Beim Start müssen wir nämlich die komplexe Technik bauen, die dafür sorgt, dass das richtig startet, das Pferd. Ich glaube, das Pferd sitzt nicht richtig in Minecart. Kann das sein? Finden wir es raus. Nur durch ein Reconnect geht das. Okay. Oder rauf und runter, einmal hin und her gehen, das geht auch. Wie einmal hin und her gehen? Also quasi einmal weit weggehen und wieder zurückgehen. Ja, das passt. Okay, gut. Ach, cool. Leute, wir müssen an dieser Stelle die Folge jetzt einmal pausieren, beziehungsweise jetzt das Spiel neu starten, denn ich kann nicht mehr auf den Server connecten. Wunderbar, diese tolle Minecraft-Technik. Ihr werdet jetzt in dieser Sekunde einmal einen schwarzen Bildschirm sehen, weil Minecraft wieder hier so wunderbar funktioniert, wie es das auch eh und je getan hat. Und wir zynisch? Ja, klar. Wieder hier jetzt das Spiel starten müssen. Dieser Bug, Janus ist zynisch, der ist schon über seit 10 Jahren hier in dem Spiel und ist immer noch nicht gefixt. Ja. Wunderbar. Wunderbärchen. That's Minecraft. So, ja. Sieht aber... Ne, jetzt ist das Pferd zu hoch. Ja, das liegt daran, weil das hier auf dem Block ist. Achso, okay. Die Pferde werden quasi einmal hier beim Eingang immer rauf und runter wackeln ein bisschen. Das sieht sehr komisch aus. Also der Startpunkt soll nur hier sein, Josef. Ach, nur hier? Ja. Lass uns drei Pferde. Können wir es wenigstens machen, dass drei Pferde hier am Eingang starten? Nee, oder ich würde hier durchverlassen, weil hier wollte ich eine Pferdebox bauen. Das geht sonst nicht. Dann müsste ich drei Eingänge bauen. Das sieht total doof aus. Ja, also, weißt du, was noch geiler wäre? Sorry, dass ich da mecker, aber wäre cool, wenn wir vielleicht einen Ein- und Ausgang hätten, weil wir wollen sogar gerade eine kleine Schlange an Pferden machen. Die stehen ja alle hintereinander quasi. Und am hinteren Ende steigt man aus. Also hier ist Ausgang und an der Seite steigt man ein. Nee, mach Mitte Eingang, lass das zu, wie es ist. Dann haben wir hier so ein bisschen das Pferdestall-Feeling noch. Und mach hier. Der Eingang. Ja, gut, ich kann dir zeigen, wie viele. Hier können wir ein Pferd, zwei Pferd, drei Pferde hintereinander machen. Zwei für den Ausgang, ein für den Eingang. Ja, so einfach funktioniert es dann auch nicht am Ende. Weil einsteigen geht nur in eins, ne? Beziehungsweise es kommen dann drei Pferde auf einen Schwung wahrscheinlich. Gut, dann lass uns mal kurz eben festlegen, welche Pferde du haben möchtest. Wie sollen die aussehen? So, wir nehmen einmal ein schwarzes Pferd, ein weißes und ein braunes, würde ich sagen. Gut. Dann haben wir so ein bisschen Abwechslung drin. Dann baue ich eben kurz hier die Technik. Aber ich weiß nicht, ob drei zu wenig sind. Es sieht sehr schön cool aus, wenn hier viele Pferde auf einmal fahren würden. Ja, also meine Idee wäre quasi, dass wir hier wirklich eine Schlange an Pferden haben, die hier steht. Und man steigt immer hier ein quasi. Man geht in das vorderste Pferd rein. Und die Mitte, die kannst du nochmal schick gestalten. Und hier steigt man aus am anderen Ende. Wie es auch bei vielen Freizeitparks so ist, wenn man es quasi an einer Sache endet. Dann haben wir hier, also quasi das letzte Pferd steht... Das Problem ist, dann kann man das hier nicht mehr so schön mittig alles bauen. Ach, das ist die ganze Symmetrie für den Arsch. Sorry, aber das ist eh schon gelaufen mit der Symmetrie, dadurch, dass das hier zweier symmetrisch ist. Mann. Kannst du nicht eine Dreierlücke machen? Dann haben wir zu wenig Platz zwischen den Dingern. So, dann müssen wir hier nochmal einiges umgestalten. Bitte reiß jetzt hier keine Blöcke mehr ab, Josef. Einfach wahllos.
Ey, komm, also wahllos mache ich das nicht. Doch. Das. Hättest du nicht einfach unten drunter... Unverschämtheit! Was? So. Warte mal. Immer diese Unterstellungen hier, die man als YouTuber sich immer anhören muss, tagtäglich. Die ganze das Arbeit, jetzt läuft hier das Pferd Fritz alleine rum. Fritz heißt es? Ja, wie im Hobbit. Süß. So. Jetzt müssen wir gleich mal gucken, dass wir hier den Weg noch einmal rüberziehen und den wieder so ein bisschen hier eingraben. Dass es klar ist, das hier wird der Eingang. Der Ausgang wird hier sein. Haben wir den da vorne auch gemacht? Ja. Ja, Josef, mit dem Eingang müssen wir auch mal schauen, weil... 4 Pferde können wir jetzt hier hinpacken. Mit Eisentrap, das wird es hier ziemlich doof aussehen, ziemlich sicher. Werden wir gleich sehen. Nee, am Eingang, während des Eingangs brauchen wir keine Eisen. Jetzt warte. Nee, beim Ausgang. Schieb, warten Sie mal. Also, 4 Pferde. Pferd Nummer 1 soll wie aussehen? Mach mal weiß. Das Vorderste ist das liebe, nette Pferd. Also, was ich jetzt mache, ist mich jetzt die Pferde jetzt platzieren. Das erste ist weiß. Okay. 3, 2, 1. Hier ist Pferd Nummer 1. Gut. Das zweite Pferd soll wie sein? Mach mal so ein braun gechecktes. Gechecktes? Mit was? Weiß. Braun-weiß. Field, Dots. Field oder Dots? Field. Mach mal Fields. Ja, da? Ja. Dann. Das war jetzt Black, White, Field, ist aber egal. Ja. Farbenblind ist der Josef. Wir können auch ein Creamy-Pferd. Wir können auch ein Creamy-Pferd machen. Dann machen wir noch ein Creamy-Pferd. Irgendwie gefleckt? Nee, oder einfach so. Wir machen einfach so ein Creamy. Dann haben wir noch ein Creamy. Einer geht noch. Und dann machen wir nochmal ein komplett schwarzes Pferd. Dann haben wir, denke ich mal, eine gute Auswahl am Start. So, fehlt hier jetzt noch was an Blöcken? Nö, das sieht erstmal in Ordnung aus. Komm, setzen wir hier noch einen hin, dass wir so ein bisschen hier rausbrechen. Und dann machen wir hier den Ausgang hin. Ja, Josef, mit dem Ausgang bin ich mir noch nicht mal ganz sicher, wie wir das machen. Weil das geht technisch nicht. Also wir können hier auch Eisendors reinsetzen, aber das wird doof aussehen. Ausgang können wir doch so lassen, wie es ist. Alles gut. Das Problem ist, du kannst auch durch den Ausgang reingehen. Wir müssen noch so eine Eingangsschleuse machen, eben hier. Ja, die machen wir hier vorne, die Schleuse. Möchtest du die in den Stall integrieren? Nein. Dadurch wird halt dieser leichte Look weggehen, wenn wir hier den ganzen Teil hier mit den Pisten und so reinmachen müssen. Das passt auch nicht. Gut, dann machen wir das. Heißt Temp. Merkt mal kurz Temp. Temp, ja. Temp. Also, wir laden Temp um 180 Grad gedreht. Das ist der Eingang. So, den muss ich jetzt nur noch... Mach den nochmal ein bisschen nach vorne. Nochmal. Na, ja, der ist gut. Da. Ja, das sollte nicht zu weit. Genau. Das Problem ist so... Ja, ja. Das ist gut. Setz den mal rein. Gut. Ich glaube, das müsste passen von der Höhe. Ja. Nicht den Command-Block zerstören. Ich zerstöre aber mal alles drumherum, ne? Ja, das ist okay. Nur den Command-Block bitte nicht zerstören, solange wir keinen Namen für das Game haben. Genau, dann machen wir das Weiße. Da brauchen wir, wie gesagt, eure Hilfe. Einmal wir können den ganz spartanisch halten. Wir können das auch viel kleiner machen. Aber bitte das Design in der Mitte so lassen, wie es ist. Auch mit der Ticketkontrolle in den Schildern. Klar, sonst kriegen wir es nicht hin. Wir müssen mal schauen, sodass es halt nicht zu viel hier von unserem Ambiente verdeckt, in Anführungszeichen. So, das nehmen wir mal hier. Hier ist auch hier dieses Schild mit dem S. Da steht der Name drauf. Das sind auch so unsere Designs. Ups, da hier jetzt irgendwas kaputt gemacht. Aber das wird nicht schlimm sein weiter. Ich probiere, ob das Ding noch funktioniert. Ja, wird's noch. So, dann lass uns mal das so machen. Dann bauen wir hier eine Art kleine Konstruktion rein. Und dann haben wir das vom Look, denke ich, auch soweit schon in Ordnung. Hier drehen wir es mal um. Zack, zack. Nehmen uns das, setzen hier und hier zwei Säulen hin. Und dann haben wir hier auch schon unseren Eingang ungefähr in der Form. Nehmen wir nochmal so ein Holzteil, dann haben wir so ein bisschen den Look, den wir hier haben. Ein paar Slabs. Und dann ist der Eingang, würde ich sagen. Jetzt machen wir nochmal ein paar Lamps oder Lanterns da noch mit rein. Und dann ist der Eingang auch soweit fertig. Das können wir theoretisch rausnehmen. Das stört keinen, wenn hier der Barrier-Block ist. Wichtig ist, dass die halt hier nicht rein können. Hier machen wir es nochmal anders. Die nehmen wir nochmal hier weg. Das sollte auch nicht stören. Bauen also so ein bisschen den Look
den wir hier haben, nach. Hier auf der anderen Seite auch einmal. Ich werde jetzt temporär hier einen goldenen Knopf hinmachen, mit dem man das Ding startet. Später wird das automatisch gehen, okay? Das ist der goldene Knopf, ist wirklich Temp, okay? Jo. Josef, was sagst du zum Eingang so? Warte, lass mich ihn mir einmal kurz angucken. Das nehmen wir nochmal weg, das sieht doof aus. Und dann haben wir hier so einen ganz kleinen, leichten Eingang, der die Kontrolle hat. Ja, passt noch. Würde ich sagen, geht noch in Ordnung. So, ja, wunderbar. Finde ich süß. Janus, hier, schau her. Das erste Pferd kann schon mal hin und losfahren. Achtung. Und drückt auf den Knopf. Das erste Pferd fährt los. Und das fährt jetzt einmal so wieder zurück nach hinten an die Warteschlange. Das ist jetzt so ein Test von mir. Jo, das sieht also doch wirklich gut aus. Warte mal. Siehst du, die Pferde, die gehen dann durch die Warteschlange durch. Und wir müssen jetzt nur noch eine Schiene bauen unten, auf der die Pferde fahren. Ja, nur noch. Das war halt meine Idee, dass wir sozusagen die obere Strecke einmal kopieren. Und dann hätten wir die unten relativ einfach nachbauen können. Ohne viel hin und her. Nee, das kriegen wir hin. Pass auf, du stellst dich immer an die Eckpunkte der oberen Strecke. Warte, lass mich erst hier einmal den Bereich zumachen wieder, weil den brauchen wir jetzt nicht mehr. Weil dann haben wir den Graben. Und dann passt das. Gut. Ja, ihr seht grundsätzlich, wie es funktionieren soll an dieser Stelle. Ich werde mit Josef jetzt nochmal hier zwischen den Folgen hingehen und einmal die Strecke hier unten ausbuddeln, weil das... Mache ich in meiner nächsten Folge mit dir zusammen. Ich habe nämlich einen witzigen Trick, wie wir das mit Teamarbeit hinkriegen. Dann machen wir es so, dann machen wir das in der nächsten Folge bei Josef weiter und bei mir in der übernächsten Folge sehen wir dann das fertige Ergebnis. Die Strecke sieht so jetzt noch etwas trist und trostlos aus. Ja. Das werden wir aber ändern und dann wird das, denke ich, hier ein ziemlich cooles erstes Kinderfahrgeschäft. Wie gesagt, vergesst nicht, den Namen reinzuschreiben für das Fahrgeschäft. Wir bedanken uns jetzt an dieser Stelle und sagen bis zur nächsten Folge morgen bei Josef oder übermorgen bei mir. Ciao, ciao, Leute. Ciao, Leute.